Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Bevor das Video heute losgeht, werde ich euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Also ich werde euch so ein bisschen zeigen, wie mein Arbeitsplatz aussieht, wo ich die Videos dann für euch schneide. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein totaler Sportfreak. Und ich schneide meine Videos tatsächlich immer an meinem Laufband. Und ich hatte früher immer so ein kleines Tablett auf meinem Laufband, wo ich dann meinen Laptop draufgestellt habe. Und jetzt hat mich vor ungefähr 2 Wochen die Firma FlexiSpot angeschrieben und mich gefragt, ob ich mir einen Schreibtisch aussuchen möchte. Und tatsächlich war das jetzt auch etwas, was ich wirklich gebraucht habe. Also ich bin ja eher so ein bisschen, ja, wählerischer bei den Kooperationen, weil ich ja auch möchte, dass mir das gefällt und weil ich da auch hinterstehen möchte. Das fand ich jetzt einfach super cool und dann habe ich mir eben diesen Schreibtisch hier ausgesucht. Ihr seht, das Laufband passt da auch perfekt unter, weil das eben ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist. Und ich möchte euch nochmal ganz kurz was zu FlexiSpot selbst erzählen. Und zwar bietet FlexiSpot qualitativ sehr hochwertige Schreibtische an, die man eben, wie gesagt, in der Höhe auch verstellen kann. Ihr könnt den Tisch ganz individuell zusammenstellen, also Farbe des Gestells, Farbe der Arbeitsplatte, Größe der Arbeitsplatte etc. Und FlexiSpot setzt sich nachhaltig dafür ein, dass ihr auch am Arbeitsplatz fit bleiben könnt und verkauft zum Beispiel auch Standfahrräder mit Schreibtisch dran oder höhenverstellbare ergonomische Stühle. Ihr habt bei den Produkten eine Garantie von bis zu 10 Jahren und ihr habt auch 30 Tage Rückgaberecht, falls euch das Ganze nicht gefallen sollte. Den Link dazu findet ihr in der Infobox und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu dem heutigen Fall über. Ellen Ray Greenberg wurde am 23. Juni 1983 als Tochter von Joshua Greenberg, der als Zahnarzt tätig war, und Sandra Greenberg in New York geboren. Sie wuchs wohlbehütet bei ihren Eltern als Einzelkind auf. Schon als Kind war sie sehr offen, lebensfroh und knüpfte super gerne Kontakt zu anderen Leuten. Sie war sportlich und liebte es, draußen zu sein. Und besonders bekannt war sie für ihr großes, strahlendes Lächeln, was sie selber anscheinend nicht so mochte, aber alle anderen haben das an ihr geliebt und immer wenn sie irgendwo hinkam, fiel dieses Lächeln eben sofort ins Auge. 1994 zog sie mit ihren Eltern von New York nach Harrisburg in Pennsylvania, wo sie auch sehr, sehr schnell wieder neue Freunde fand. Zu ihren Eltern hatte sie ein sehr inniges Verhältnis, sie erzählte ihnen eigentlich immer alles. Nachdem sie die Schule abgeschlossen hatte, studierte sie Kommunikationswissenschaften, merkte aber schnell, dass sie viel lieber mit Kindern arbeiten wollte und entschied sich dann zu einer Umschulung zur Lehrerin. Schnell fand sie dann auch eine Stelle an einer Schule und die Kinder dort liebten sie. Also sie war wirklich so für alle die Lieblingslehrerin. Ellen hatte Spaß an dem, was sie tat und steckte wirklich ihr ganzes Herzblut in ihre Arbeit mit den Kindern. Zu dieser Zeit telefonierte sie auch weiterhin regelmäßig mit ihren Eltern und erzählte ihnen eben ganz viel auch von ihrem Privatleben und allgemein, was so bei ihr abging. Sie wirkte sehr glücklich und 2007 lernte sie dann auch noch Sam Goldberg kennen, der dann ihr zukünftiger Verlobter werden sollte. Dieser arbeitete als Fernsehproduzent bei dem bekannten Fernsehnetwork NBC und 2010 verlobten sich Ellen und Sam und sie freute sich unglaublich auf die bevorstehende Hochzeit, die dann für den Sommer 2011 geplant war. Es sollte ein großes Fest werden, das im Hershey Hotel im Zentrum von Pennsylvania gefeiert werden sollte. 26. Januar 2011. Es war ein zunächst gewöhnlicher Morgen. Ellen hatte sich früh auf den Weg zur Arbeit gemacht und hatte währenddessen mit ihrer Mutter telefoniert. In dem Gespräch ging es um nichts Besonderes, also das Alltägliche eben. Im Laufe des Vormittags zog dann ein sehr, sehr heftiger Schneesturm in Pennsylvania auf, sodass die Schule an diesem 26. Januar 2011 schon früher beendet wurde. Ellen blieb noch etwas bei den Kindern, um sicherzustellen, dass jedes Kind auch wirklich abgeholt wurde und fuhr dann auch selber nach Hause. Auf dem Rückweg tankte sie noch einmal. Ellen lebte zu dieser Zeit mit Sam in einem gut bewachten Apartmentkomplex namens Venice Lofts.
Sam war ebenfalls zu Hause und bis etwa 4:45 am Nachmittag verbrachten die beiden gemeinsam Zeit in der Wohnung. Und dann ging Sam zu einem kleinen Fitnessraum, der sich wohl in diesem ganzen Apartmentkomplex befand. Dort trainierte er dann für etwa eine halbe Stunde und danach wollte er wieder zurück in die Wohnung, aber musste feststellen, dass die Wohnung von innen anscheinend verschlossen wurde. So wie ich das verstanden habe, war das dieser Sicherheitshebel, den man an manchen Türen findet, den man wirklich nur von innen so zumachen kann. Das Ganze erschien Sam recht merkwürdig, denn er wusste ja, dass Ellen zu Hause war und verstand jetzt nicht so ganz, warum sie von innen die Tür verriegelt hatte. Er klopfte mehrmals an die Tür, rief nach ihr, aber es regte sich nichts und so schrieb er ihr dann übers Handy ein paar Nachrichten. Er schrieb: Hallo, öffne die Tür, was tust du? Ich werde wütend. Hallo, ich hoffe, du hast eine Entschuldigung dafür. What the fuck? Als Sam keine Antwort bekam, wusste er sich nicht mehr zu helfen und ging zum Security Guard, einem 67-jährigen Mann namens Phil Henton, um ihn zu bitten, die Tür aufzubrechen. Phil sagte allerdings, dass er das nicht einfach so machen dürfe, denn da bräuchte er dann schon wirklich die Erlaubnis von der Polizei oder so. Er könnte nicht einfach irgendwelche Wohnungen aufbrechen, auch wenn er wusste, dass Sam dort lebte. Und so musste Sam wohl oder übel zurück zur Tür gehen und beschloss dann selbst, die Tür einzutreten. Laut Sams Version war der Wachmann dann noch bei der Tür, ging dann aber wieder, nachdem Sam die Tür eingetreten hatte. Als Sam dann in die Wohnung gegangen war, entdeckte er Ellen zusammengesackt in der Küche. Ihr Oberkörper, also der Rücken, lehnte noch so ein bisschen an der Küchentheke und ihre Beine waren auf dem Boden ausgestreckt, der Kopf war wohl so ein bisschen nach unten gesackt. In ihrer Hand hielt sie ein komplett weißes Geschirrhandtuch. Sam rief sofort die 911 und man sagte ihm, er solle bei Ellen eine Herzmassage durchführen. Als er damit gerade anfangen wollte, bemerkte er, dass in Ellens Brust ein Messer steckte. Ich blende euch jetzt hier einmal den Notruf ein, der ist wieder etwas länger und ihr könnt ihn überspringen, indem ihr jetzt direkt auf Minute 12 geht. Oh, I just walked to my apartment. My fiance's on the floor with blood everywhere. What is the address? 4601 Flat Rock Road. Please come, help, 4601 now. 4601 Flat Rock Road. Is it the house or apartment? Oh, no. Oh, no. Apartment. It's an apartment. What apartment number? Please hurry, please. Where is she bleeding from? I don't know. I can't tell. She's... No. So you have to calm yourself down in order to get you some help. I'm sorry. She, okay. I don't know. I'm looking at her right now. I can't see anything. She didn't, there's nothing broken. She's bleeding. Ellie! You don't know where she's bleeding from? Can't Ellie, see where the blood's coming from? It's, I think her head. I think she hit her head, I think. But it's up, everywhere. Okay, it's everywhere. Think she might have fallen? Do you know what happened? She may have slipped. There's blood on the table. Her face is a little purple. Okay, hold on for rescue for her. Stay on the phone. Apartment 842, what's the address? No, 4601 Flat Rock Road. Please hurry. 4601 Flat Rock? Yes. What's wrong? I went downstairs to go work out. I came back up. The door was latched. My fiance's inside. She wasn't answering, so after about a half hour, I decided to break it down. I see her now just on the floor with blood. She's not responding. Okay, is she breathing? Look at her chest. I need you to calm down. I need you to look at her chest. It's really. I don't think she is. I really don't think she is. Listen to me. Someone's on the way. Look at her chest. Is she flat on her back? She's on her back. Do I bring her? Look at her chest and tell me if it's going up and down, up and down. I don't see her moving. Okay. Do you know how to do CPR? I don't. Okay. I can tell you what to do, okay, until they get there. I want you to keep her flat. Oh, God. Hello? Yeah, hi, okay. Are you willing to do CPR with me over the phone so they can... I have to, right? Okay, so get her flat on her back, bare her chest, okay? You want to rip her shirt off. Okay, she needs to kneel down by her side. Oh, my God. Ellie, please. Listen, you can't freak out, sir, because you okay, I'm trying not to. I'm trying not to. Her shirt won't come off. It's a zipper. Rip oh, my off. God, she stabbed herself. Where?
She fell in a knife. Oh, no. Her knife's sticking out. What? There's a knife sticking out of her heart. Oh, she stabbed herself? I guess so. I don't know where she fell on it. I don't know. Okay, well, don't touch it. Okay, so I just let her down here now? I mean, what do I do? No, I mean, you can't. If the knife is at her chest, it's going to be kind of hard for you to do CPR at this time. Oh, no. Oh, my goodness. Okay. Police, which operator? 277. Is someone coming here? Yes, they are. You said 4601 Flat Rock, right? Yes. Okay, someone's on the way. And the knife is still inside? Wait, your what? The knife is still inside of her? Yes, I didn't take it out. Was it her chest or what area? It's in her chest. It's like, it looks like it's right in her heart. Okay, someone's on the way out there, okay? Just get Oh, my God. Oh, my God. How old is she? She's 27. 27. And there's no sign of life at all? No, please don't be. What? Venture under her arm and tell me if she responds to pain. She's. Ellie! She's not. Her arm and her hands are still warm. I don't know what that means, but there's blood everywhere. I mean. I know, but you can't, and the knife is still inside of her. How far? Can you see how far it went in? It looks pretty deep. Okay. It looks three, and it's a long knife. Don't touch anything. Yeah, don't touch anything, okay? I'm not touching anything. I can't believe this, though. No, wait, it was just you there with her? We're the only ones here. And she ran in the door, you said, latched it shut? No, I went downstairs to work out, and when I came back up, the door was latched. Oh. Like, it was, you know, it wasn't like, it was like locked from the inside, and I'm yelling. And I saw him, yelling. Was your house broken into? No. So there's no sign of a break-in? No sign of a break-in at all. I mean, there will be when you get here, because I had to break the latch, but to get in. Okay, 4601 Flat Rock, and this is a house, right? It's an apartment. Flat Rock apartment. Okay, that'll help. Oh my God. All right, thank you. Mm-hmm. Bye. Als die Polizei und die Rettungskräfte eintrafen, konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden und der offizielle Todeszeitpunkt wurde auf 18.40 Uhr datiert. Für die Polizeibeamten war sehr schnell klar, dass Ellen sich selber das Leben genommen haben musste. Merkwürdig war nur zunächst die Tatsache, dass direkt über ihr, also wo sie lag, beziehungsweise er so saß, war eine frisch zubereitete Schüssel mit Heidelbeeren und eine Orange, die gerade angeschnitten war, so als ob sie sich einfach gerade einen Snack machen wollte. In der Wohnung gab es keine Kampf- oder Einbruchspuren, also abgesehen davon, dass Sam ja anscheinend die Tür eingetreten hatte. Also es war kein Fenster kaputt oder sonstiges. Zudem lag die Wohnung auch im 6. Stock und das Ganze war ja sehr gut bewacht und ja, es hätte natürlich sein können, dass irgendwie jemand die Mauer außen hochgeklettert wäre, aber das war alles nicht der Fall. Dieser Wohnungskomplex hatte auch Überwachungskameras, allerdings nur an den Haupteingängen. Und als man das Videomaterial durchsah, konnte man auch schnell feststellen, dass kein Fremder irgendwie in den Komplex hineingegangen war. Auch die Wachmänner sagten, dass sie keine unbekannte oder auffällige Person an diesem Tag gesehen hätten. Nachbarn hatten auch nichts Ungewöhnliches bemerkt, außer Sams lautes Klopfen und Rufen, als er vergeblich in die Wohnung kommen wollte. Einen Tag später wurde Ellens Körper von Gerichtsmedizinern genauer untersucht. Und es kamen einige Erkenntnisse ans Licht, die die Theorie eines Suizids sehr zweifelhaft schienen ließen. Ellen hatte insgesamt 20 Stichwunden am gesamten Körper, 8 im Brustbereich, einen so am Hinterkopf und einen im Bauchbereich. Der Stich, in dem das Messer noch steckte, als man sie fand, war etwa 10 cm tief und ein anderer Stich war etwa 5 cm tief. Das war der Stich in ihrer Magengegend. In ihrem Rücken- und Nackenbereich waren 10 weitere Stiche. An ihrem gesamten Körper waren blaue Flecken und diese blauen Flecken waren alle in unterschiedlichen Heilungsstadien. Also einige waren wahrscheinlich schon einige Tage bis eine Woche alt und einige sahen noch relativ frisch aus. Die Ermittler sagten dann irgendwie, sie hätte die Flecken vom Yoga oder vom Pilates bekommen und die Eltern von Ellen, die natürlich auch völlig schockiert waren, sie waren übrigens erst davon ausgegangen, dass es irgendwie ein Unfall war, als sie erstmal gehört hatten, dass Ellen nicht mehr am Leben war. Und als sie nun erfuhren, dass es Suizid war, waren die beiden
völlig außer sich und sagten einfach, das hätte nicht sein können, also nicht ihre Tochter. Auf jeden Fall sagten die Eltern, dass diese blauen Flecken nicht vom Yoga kommen könnten, denn Ellen hatte nie Yoga gemacht. Für Ellens Eltern Sandra und Josh wurde das anfängliche Vertrauen zu den Ermittlern nach und nach weniger und sie sagten eben, dass sich Ellen niemals das Leben genommen hätte und schon gar nicht auf so brutale Weise. Noch dazu schienen die Ermittler den Eltern einige Informationen vorzuenthalten. Das Ergebnis der Autopsie erfuhren sie zum Beispiel erst durch Freunde, die das Ganze irgendwie in den Medien gesehen hatten. Und normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass die Angehörigen als allererstes kontaktiert werden, wenn so ein Autopsiebericht fertig ist. Immerhin überprüfte man dann auch Sams Zeitangaben und es konnte anscheinend bestätigt werden, dass seine besagten Zeiten stimmten. Ich weiß nicht genau, ob es auch eine Kamera im Fitnessstudio gab oder ob man das nur überprüfen konnte, indem man irgendwie von bestimmten Fluren oder von dem Haupteingang oder so die Überwachungsvideos angeschaut hat, aber anscheinend sagte die Polizei, dass Sams Aussagen stimmten. Am 29. Januar 2011 gaben die Ermittler bekannt, dass sie den Fall trotz Zweifel der Eltern offiziell als Suizid behandeln würden. Und gerade auch aufgrund von Ellens psychischen Hintergrund, denn sie war anscheinend nicht nur die fröhliche Frau gewesen, die man oft nach außen hin gesehen hatte. 2 Monate vor Ellens Tod hatte sich ihr Verhalten nämlich plötzlich verändert. Sie wurde immer ängstlicher, wirkte antriebslos und hatte depressive Verstimmungen. Wenn Eltern oder Freunde fragten, was mit ihr los wäre, sagte sie immer nur, sie hätte Stress auf der Arbeit und das Ganze würde ihr eben sehr nahe gehen. Kurz darauf erklärte sie ihren Eltern, dass sie wieder zu ihnen zurückziehen wollte und ihren Job kündigen wollte. Für Josh und Sandra, also für ihre Eltern, wirkte das ganze Verhalten sehr, sehr untypisch für sie und irgendwie verstanden sie auch nicht so ganz genau, was ihr Problem war. Sie fragten immer wieder nach, was denn genau auf der Arbeit los wäre, was sie genau stressen würde, aber daraufhin konnte Ellen nie so wirklich eine klare Antwort geben. Und merkwürdig war ja auch, dass sie so plötzlich zu ihren Eltern zurückziehen wollte, obwohl sie ja Sam hatte, mit dem sie zusammenlebte. Und sie sagte immer wieder, dass in der Beziehung auch eigentlich alles gut wäre. Und die Hochzeit stand ja auch bevor. Und zu dieser Zeit schrieb sie sogar auch schon die Einladungskarten für die Hochzeit. Die Eltern waren natürlich extrem besorgt und baten Ellen darum, zu einer Psychiaterin namens Dr. Berman zu gehen, um über ihre Probleme zu sprechen und um professionelle Hilfe zu bekommen. Und das tat Ellen dann auch und nach den Sitzungen schien es ihr auch schon deutlich besser zu gehen. Die Psychiaterin sagte im Nachhinein zu den Eltern, dass Ellen nicht so wirkte, als ob sie irgendwie suizidale Gedanken hatte oder als ob sie irgendwie besonders gefährdet war. Laut ihr litt Ellen unter Anpassungsstörungen, die mit Angst verbunden waren. Und ich kenne mich mit dieser psychischen Krankheit nicht so genau aus, aber ich habe gehört, dass diese psychische Erkrankung sehr, sehr selten mit Suizidgedanken einhergeht, wobei man sowas ja immer schlecht so pauschalisieren kann. Eine Anpassungsstörung ist eine Reaktion auf ein einmaliges oder fortbestehendes belastendes Lebensereignis, die sich in negativen Veränderungen des Gemütszustandes oder auch in Störungen des Sozialverhaltens ausdrücken kann. Nach ihrem Tod befragte man ihre ehemaligen Kollegen aus der Schule und auch die Lehrerin, die ihre Stelle übernommen hatte. Und keinem war aufgefallen, dass Ellen irgendwie auf der Arbeit anders wirkte oder dass sie besonders gestresst wirkte. Sie hatte alles bis zu ihrem letzten Tag sehr, sehr sorgfältig vorbereitet, also die Stunden und auch nachbereitet. Und es sah auf den ersten Blick nicht so aus, als ob sie irgendwie überfordert war. Also es blieben auch keine Aufgaben oder so liegen. Aber an der Stelle muss man ja auch wieder sagen, man kann ja auch komplett überfordert sein und trotzdem seine Aufgaben alle machen. Man weiß ja nicht, wie es dann in einem Menschen innerlich aussieht, wenn der sich vielleicht sagt, ich kann einfach nicht mehr, aber es eben trotzdem noch schafft, die Aufgaben zu machen. Die Psychiaterin hatte Ellen auch einige Medikamente verschrieben, unter anderem auch Klonopin, das angstlösend und beruhigend wirkt. Und Klonopin wird häufig bei Depressionen oder Epilepsieformen verschrieben, kann aber auch Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel und allgemein Schwäche mit sich bringen. Daneben nahm sie noch Ambien, ein wohl sehr bekanntes Schlafmittel, und Xanax,
das ebenfalls gegen Angstzustände und Depressionen wirken sollte. Alle drei Medikamente können meiner Recherche nach allerdings auch Suizidgedanken hervorrufen. Bei der Autopsie wurde nur Ambien und Klonopin in ihrem Blut gefunden, also auch keine anderen Medikamente oder sonstige Substanzen. Für die Polizei bestätigte dieser Befund nochmal diese Theorie, dass sie sich das Leben selbst genommen hatte. Die Polizei sagte eben, ja, dann liegt das wahrscheinlich an den Medikamenten, die ihren labilen Zustand vielleicht teilweise sogar eher noch verschlechtert haben. Die Eltern hielten weiterhin gegen die Theorie eines Suizids. Ellen war wohl mitten in der Planung der Hochzeit. Trotz der Angstzustände soll sie sich wohl sehr, sehr auf die Hochzeit gefreut haben. Allerdings auch wieder an dieser Stelle, man weiß einfach nie, und das ist, glaube ich, immer das große Problem, man weiß nie, was wirklich in einem Menschen abgeht. Ich muss gerade daran denken, ich habe, glaube ich, letztens auf Instagram so ein Video gesehen, so ein Reel, da war so ein Mädchen und hat so ganz fröhlich getanzt und dann stand da so irgendwie 4 Stunden später hat sie sich das Leben genommen. Und damit will man einfach sagen, dass man das Leuten nicht ansieht. So depressive Leute laufen nicht immer mit so einer schlecht gelaunten Miene durch die Gegend. Die können auch lachen und trotzdem innerlich zerbrechen, sag ich mal. Und ja, das ist, glaube ich, immer das große Problem bei solchen Sachen. Das, was jedoch die meisten stutzig macht, darunter natürlich auch Ellens Eltern und auch mich, ist eben die Tatsache, dass sie Stichwunden im Nacken hatte. Und ich habe wohl gelesen, dass Suizid durch scharfe Gegenstände, also durch Messer gerade auch, allgemein eher seltener ist. Und dass man dann noch Stiche sich selbst in den Nacken setzt, das kommt so gut wie gar nicht vor. Diese Art und Weise wäre extrem untypisch und auch sehr, sehr qualvoll. Zudem wurden die Stichwunden im Nacken höchstwahrscheinlich auch als erstes zugefügt. Und das ist so ein Punkt, worüber ganz, ganz viel diskutiert wird. Denn wenn sie es selbst war, wäre sie ja damit Gefahr gelaufen, dass sie zuerst ihr Rückenmark durchtrennt hätte und dann einfach gelähmt wäre, aber noch am Leben wäre. Wisst ihr, was ich meine? Wenn es ein anderer war, könnte es erklären, warum sie sich danach nicht mehr wehren konnte, also warum es keine Abwehrspuren gab. Denn wenn es ein anderer Mensch war und sie zuerst ins Rückenmark gestochen hat und sie dann womöglich querschnittsgelähmt war, dann, ja, wie gesagt, konnte sie sich ja nicht mehr wehren. Der Gerichtsmediziner gab an, dass das Rückenmark anscheinend zwar beschädigt, aber nicht komplett durchtrennt war. Und daraufhin gab es eine weitere Theorie, und zwar die, dass Ellen durch die leichte Beschädigung des Rückenmarks kaum noch Schmerzen spürte und sich deshalb so häufig in den Körper stach, weil sie das Ganze anscheinend gar nicht mehr gemerkt hat und dann angeblich sicherstellen wollte, dass sie wirklich stirbt. Die Todesursache wurde danach vom Gerichtsmediziner von Mord zu Suizid geändert. Aber in diesem Fall wirkt es tatsächlich eher so, als wenn die Polizei dem Gerichtsmediziner ihre Meinung sozusagen aufdrücken wollte. Also die Polizei tat den Fall ja sofort als Suizid ab und der Gerichtsmediziner soll wohl erstmal gesagt haben, dass das alles auf Mord hindeutet, aber dann irgendwann hat er plötzlich das nochmal in Suizid geändert. Auch davon wurden Ellens Eltern nicht von der Polizei persönlich informiert, sondern erfuhren das über Medien. Sandra und Josh waren immer noch fest davon überzeugt, dass Ellen sich nicht selbst das Leben genommen hatte und begannen dann auch schnell eigene Ermittlungen einzuleiten. Sie forderten Ellens Autopsiebericht und Fotos von ihrem Körper mit den Stichwunden an und die Unterlagen schickten sie dann zu einem bekannten amerikanischen Pathologen namens Cyril Recht. Nachdem er den Autopsiebericht und die Fotos studiert hatte, war er wirklich schockiert, dass irgendjemand auch nur auf die Idee kommen konnte, den Fall von Ellen Greenberg als Suizid abzutun, weil es für ihn so offensichtlich war, dass da irgendjemand anderes noch die Finger mit im Spiel hatte. Noch dazu engagierten Sandra und Josh einen privaten Anwalt namens Larry Kressner, der auf Fälle spezialisiert war, in denen die Polizei eher gegen die Opfer zu ermitteln schien. 2012 organisierte er dann ein Treffen mit den Eltern der Polizei und anderen beteiligten Personen im Fall von Ellen Greenberg. Der ganze Fall wurde noch einmal genau durchgesprochen, aber die anwesenden Ermittler beharrten weiterhin darauf, dass Ellen Selbstmord begangen hat. Merkwürdigerweise gab es wohl auch noch eine Akte, die die Polizei aber nicht den Eltern geben wollte.
Und irgendwann hatten die Eltern das so weit geschafft, dass sie diese Akte sehen durften, aber dann durften sie davon irgendwie keine Kopien machen. Also alles auch irgendwie ganz seltsam. Sandra und Josh engagierten schließlich einen pensionierten Polizeichef namens Tom Brennan. Und er sagte, dass die fehlenden Spuren eines Kampfes oder Abwehr auf eine sogenannte Blitzattacke hindeuten könnten. Also das heißt, dass jemand Ellen vermutlich aus dem Nichts von hinten attackiert hat, was ja auch zu dem passt, dass dort in der Küche noch zubereitetes Obst stand und dass es eben alles so aussah, als ob sie eigentlich gerade essen wollte. 2015 sah sich ein Straf- und Zivilprozessanwalt den Fall von Ellen Greenberg noch einmal genauer an. Dieser Mann gilt als ein sehr erfahrener Anwalt, der mehr als 100 Geschworenenprozesse und hunderte von Bankprozessen verhandelt hat. Er bearbeitet regelmäßig Fälle auf nationaler Ebene mit sexuellen und körperlichen Übergriffen. Als er sich die Unterlagen zu Ellens Fall ansah, stellte er fest, dass es keinen Befund aus der Neuropathologie gab. Neuropathologie ist ein Gebiet der Pathologie, das sich eben mit dem Nervensystem befasst. Und das war ja in Ellens Fall nicht gerade unrelevant, da sie ja Messerstiche im Rückenmark hatte. Er forderte einen Bericht dazu von den Gerichtsmedizinern und der Polizei an, aber man teilte ihm mit, dass es dazu irgendwie keinen Bericht gab oder dass der irgendwie verloren gegangen war. Also auch schon wieder ein bisschen komisch alles. Später stellte sich dann heraus, dass es noch ein Stück von Ellens Rückenmark gab, das aufbewahrt wurde. Die Eltern ließen das dann von einem unabhängigen Gerichtsmediziner noch einmal untersuchen und dieser sagte aus, dass Ellens Rückenmark definitiv sehr, sehr stark beschädigt war und nachdem er dann auch noch Fotos ihres Körpers noch einmal auswertete, erklärte er, dass es eindeutig Hinweise auf Strangulation gegeben hatte. Sie hatte nämlich auch in diesem Bereich blaue Flecken und Polizei und andere Gerichtsmediziner, die das Ganze zuerst untersucht hatten, ja, hatten dann ja irgendwie auch ausgesagt, dass das irgendwie, ja, wie gesagt, vom Yoga oder vom Pilates war, was total absurd ist. Noch dazu gab es einen Messerstich, der durch ihren Schädel von hinten bis ins Gehirn reinging. Den Messerstich in ihrer Brust hätte sie mit der linken Hand machen müssen, allerdings war sie Rechtshänderin. Zudem sahen die Wunden so aus, als ob definitiv zwei verschiedene Messer benutzt wurden. Ein eher längeres, sehr, sehr scharfes und ein etwas kürzeres, stumpfes Messer. Auch die Tatsache, wie man sie vorgefunden hatte, ließ einige Fragen offen, denn scheinbar hatte sie eine Blutspur, die so vertikal über ihr Gesicht lief, aber man fand sie ja in so einer Position vor. Das heißt, das Blut hätte ja eigentlich direkt nach unten laufen müssen. Gut möglich also, dass jemand ihren Körper nach ihrem Tod nochmal in eine andere Position gebracht hatte. Was wiederum für einen Suizid spricht, ist das, was man herausfand, als man ihren Laptop genau untersuchte. Denn sie soll anscheinend kurz vor ihrem Tod sowas wie schneller Selbstmord eingegeben haben bei Google. Aber Anfang 2021 stellte sich anscheinend heraus, dass das keine richtigen Suchanfragen waren, die von ihr getätigt wurden. Anscheinend soll sie nach ihren Medikamenten gegoogelt haben und andere Leute, die auch nach diesen Medikamenten googelten, haben wohl auch häufig nach sowas wie Selbstmord gegoogelt und deshalb nahm man irgendwie fälschlicherweise an, dass Ellen das auch gegoogelt hatte, weil das dann bei den Suchanfragen, Vorschlägen irgendwie auftauchte. Aber wie gesagt, anscheinend soll sie es nicht selber gegoogelt haben. 2020 stellte sich dann heraus, dass Sam teilweise gelogen hatte. Er hatte ja irgendwie behauptet, dass der Wachmann mit zur Wohnungstür gekommen war. Aber der Wachmann selbst sagte nun aus, dass das gar nicht stimmen würde, dass er seinen Wachposten nie verlassen hatte. Außerdem soll Sam damals Stiefel getragen haben, obwohl er aussagte, er wäre gerade aus dem Fitnessstudio gekommen. Und dieses Fitnessstudio lag ja mit im Gebäudekomplex. Das heißt, normalerweise hat er sich die Schuhe gar nicht erst gewechselt, bevor er wieder zurück in die Wohnung ging. Zudem soll er, bevor er den Notruf getätigt hatte, erst seinen Eltern und seinen Onkel angerufen haben und der Onkel ist wohl Anwalt. Beim Notruf soll er sehr gefasst gewirkt haben
Und das, was er gesagt hat, soll nicht so wirklich zu der Tonlage in seiner Stimme gepasst haben. Er soll wohl immer wieder sowas gesagt haben wie, oh Gott. Aber wirkte irgendwie sehr, sehr ruhig, als ob er das Ganze eher so gespielt hätte, dass er irgendwie panisch wäre. Hier nochmal einige Ausrufe von ihm aus dem 911-Call. Ihr könnt jetzt natürlich gerne auch nochmal ein bisschen zurückgehen und euch den kompletten Notruf nochmal neu anhören. Ich finde, man sieht das Ganze dann nochmal so ein bisschen mit anderen Augen, wenn man jetzt die neuen Informationen schon weiß. Und ich persönlich finde den Notruf auch an einigen Stellen sehr, sehr merkwürdig. Oh no! Oh my goodness, okay? Oh my god, alright, thank you. Bye. Nachdem der Fall dann schnell als Suizid abgetan wurde, hatte man auch kein Recht mehr, Sam offiziell zu verhören, sodass er sich nie zu Ellens Tod äußern musste. In der Wohnung waren kaum Blutspuren gewesen, was die Polizei auch nie versucht hatte zu erklären. Auffällig war ja auch, dass Ellen noch dieses weiße Geschirrhandtuch in der Hand hatte, was auch gar nicht dazu passt, dass sie sich angeblich 20 Mal selbst in den Körper gestochen hatte. Nur auf Ellens Schuhen war Blut, was ja wiederum darauf hinwies, dass sie attackiert wurde und dass jemand auf sie eingestochen hatte, als sie noch stand. Auch wurde erst deutlich später festgestellt, dass Sam die Tür nie wirklich eingetreten hatte und dass man sie wohl ziemlich leicht auch von außen hätte öffnen können. Da war ich bei meiner Recherche auch so ein ganz bisschen verwirrt. Anscheinend gab es ja diesen Türhaken, den man nur von innen zumachen kann. Aber da gibt es anscheinend irgendwie auch so Tricks, wie man den sogar auch von außen aufmachen kann oder zumachen kann. Aber das mit der Tür war auf jeden Fall nicht so, wie Sam das erzählt hat. Einen Tag nach Ellens Tod waren anscheinend auch Sams Cousin und sein Onkel bei der Wohnung und nahmen Ellens Handy und ihren Laptop mit, noch bevor die Polizei die Gegenstände untersuchen konnte. Sam heiratete später eine neue Frau und bekam mit ihr 2 Kinder. Nach Ellens Tod hatte er noch etwa 1 Jahr Kontakt zu Sandra und Josh und danach brach der Kontakt auseinander. Solange Sam nichts nachgewiesen werden kann, gilt natürlich offiziell die Unschuldsvermutung. Aber ich persönlich finde sein Verhalten doch höchst merkwürdig. Ich meine, wenn ihr einen Partner habt, den ihr bald heiraten wollt und der plötzlich leblos in der Wohnung liegt unter so merkwürdigen Umständen, würdet ihr vermutlich auch alles daran setzen, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Und Sam schien sich fast schon zu freuen oder erleichtert zu sein, dass die Polizei das Ganze schnell als Suizid abgetan hatte. Er schien nicht daran interessiert zu sein, irgendwie eine andere Wahrheit zu finden. Für ihn war das so, okay, gut, dann war das wohl so, obwohl ja offensichtlich sehr, sehr viel dagegen spricht. In der Öffentlichkeit äußerte er sich eigentlich überhaupt nicht zu Ellen und er schien einfach schnell wenig Interesse an dem Fall zu haben. Die Anzahl der Stichwunden, die Ellen hatte, weist ja auch auf eine emotionale Tat hin. Da habt ihr wahrscheinlich auch schon häufiger mal von gehört, wenn eine Tat so einen emotionalen Hintergrund hat, ist sie häufig besonders brutal, so Einbrecher. Die schlagen vielleicht dann jemanden einmal nieder und dann ist gut. Dann wissen die, okay, der ist außer Gefecht. Aber bei so Beziehungstaten kommt es ja häufig vor, dass sehr, sehr oft auf Leute eingestochen wird. Also wenn das mit einem Messer passiert. Ellens Eltern äußern sich wohl nicht konkret dazu, was sie von Sam halten. Eigentlich hatten sie ihn immer so als, ja, lieben Freund für ihre Tochter empfunden. Ja, natürlich kommt ihnen auch der Gedanke, dass er höchstwahrscheinlich was mit der ganzen Sache zu tun haben könnte. Ellens Mutter soll wohl auch einmal gesagt haben, immer wenn sie nochmal mit ihm telefoniert hatte und dann irgendwie auf Ellens Tod zu sprechen kam, gab es so ein ganz merkwürdiges Schweigen zwischen den beiden, also sowas ganz Seltsames. Also wenn ich jetzt davon ausgehen sollte, dass Sam etwas damit zu tun hat, also wenn ich darüber nachdenken würde, dann habe ich die Vermutung, dass er eventuell vielleicht schon eine neue Frau kennengelernt hatte, während die Hochzeit mit Ellen noch bevorstand. Ich weiß jetzt nicht genau, wann er die Frau kennengelernt hat, mit der er dann letztendlich auch Kinder bekommen hat. Aber meine Vermutung war, dass er sich dann nicht traute, mit Ellen Schluss zu machen und sie dann irgendwie anders aus dem Weg schaffen wollte. Und er sich eben dachte, okay, sie hat eh gerade psychische Probleme, dann kann ich das Ganze vielleicht auch als Suizid aussehen lassen. Möglich ist aber auch, dass er vielleicht schon mit ihr gesprochen hatte und gesagt hatte, dass er sich trennen möchte, obwohl die Hochzeit noch bevorstand und dass Ellen vielleicht deshalb so psychische Probleme hatte
und dass die beiden vielleicht nach außen hin das nicht so erzählen wollten, was bei ihnen los war, und dass sie vielleicht die Hochzeit irgendwie noch durchziehen wollten und es ihnen einfach unangenehm war, das Ganze jetzt noch so abzusagen. Aber so wie Ellen wirkte, hätte sie das ja eigentlich auch mit ihren Eltern besprochen, da sie ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern hatte. Allerdings ja auch wiederum merkwürdig, dass sie so viele blaue Flecken auf ihrem Körper hatte, die teilweise auch schon viel, viel älter waren. Und das deutet für mich darauf hin, dass ja sie vielleicht irgendwie auch in einer missbräuchlichen Beziehung lebte. Man weiß ja nicht, ob es tatsächlich Sam war, aber anscheinend war ja niemand anderes im Gebäudekomplex. Und wie gesagt, es gilt erstmal die Unschuldstheorie, aber das sind noch so ein bisschen meine Gedanken zu dem Fall. Wenn sie es wirklich nicht selber getan hat, dann kann es ja eigentlich nur Sam gewesen sein, wenn man so ganz ehrlich ist. Ellens Eltern kämpfen seit dem Tod von Ellen für die Wahrheit. Sie haben es sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, das Rätsel um ihre Tochter zu lösen. Dafür haben sie auch eine Facebook-Seite namens Justice for Ellen gegründet. Diese Seite gibt es auch auf Instagram, also Justice for Ellen. Und es gibt auch eine Petition, wo ihr auch gerne unterschreiben könnt. Die packe ich euch auch sehr, sehr gerne in die Infobox. Und dann würde ich sagen, teilt gerne eure Gedanken zu diesem Fall, bitte wie immer sachlich, in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem nächsten Video wieder.